und herzlich willkommen zurück hier bei Jurassic World Revelation. Heute wieder mit Maggie und mit unserem kleinen Äffchen Hale. Hallo. Hallo. Ja, es ist natürlich für uns schon wieder eine ganze Zeit lang her, dass wir aufgenommen haben. Und ich weiß gar nicht mehr, was waren denn eure letzten Projekte, die ihr so angegangen seid? Ja, ich bin dabei, immer noch das Werkzeug herzustellen. Und zwar zum letzten waren es, glaube ich, die Hämmer, weil Maddox und Pickaxen habe ich schon gebaut das letzte Mal. Und ja, jetzt bleiben noch die Hämmer übrig. Ich habe ja auch schon Hämmer Headcast, deswegen werde ich jetzt einfach mal anfangen zu bauen. Ja, mir ist auch aufgefallen, eine Schippe fehlt uns eigentlich noch so ein bisschen. Maggie, was hast du denn das letzte Mal so gebaut? Weiß es, ich habe letztes Mal dem Hale zugeguckt, wie er die Werkzeuge gemacht hat. Ah, also ihr könnt euch ja mal um die Hämmer und um vielleicht um noch ein paar Schippen kümmern, weil ich habe immer so das Gefühl, die Maddox, die sind zwar schön und gut jetzt so, aber so zum Sand abbauen und so sind die eigentlich doof. Ja, das stimmt. Ja, Schippen werden wir auch noch herstellen. Und ich gehe mal in den Keller, weil ich war ja dabei, die Eisenbahn zu bauen. Und ich muss, ich kann euch schon mal sagen, ich habe im Off, weil es war noch ein bisschen Zeit vor dem Aufnehmen, habe ich hier schon mal einen Gang gegraben, weil das ist ja ein bisschen langweilig, jetzt in der Folge ja so viel zu graben. Deswegen habe ich ein bisschen vorgegraben. Das hier soll unser Gang werden. Der soll hier zu diesem Marker führen. 525 Meter entfernt soll der das Dorf anschließen. Hier möchte ich gerne eine Eisenbahn hinbauen. Der Eisenbahnbaumeister ist ja der Hale, aber ich glaube, ich kann hier schon mal anfangen, das Zeug aus den Wänden rauszuklopfen, was sich da lohnt. Und wir können schon mal ein paar Schienen legen. Ja, mach mal. Ich habe gerade festgestellt, wir brauchen dringendst Aluminium, Männer. Dringendst Aluminium. Ja, da gucke ich gleich mal unten bei meiner Grabung. Der Maggi kann ja vielleicht helfen, unten bei der Eisenbahn graben, wenn der kein eigenes Projekt hat. Hatten wir nicht eine Eisenbahnkiste? Weiß ich nicht. Wir spielen, ihr seid die Kistenmanager. Das, das Problem ist, wir spielen so viele Sachen, so viele Welten gleichzeitig, dass ich immer den Überblick verliere. So, hier sind ja unsere Kisten, die... Warum sieht Limestone hier so komisch aus? Ach, weil es von Mystic Stones ist, okay. Hier ist ja immer das Problem, dass wir... Orthogenesis? Habt ihr dafür schon eine Kiste? Oh ja, je, oder? Das kommt mir unbekannt vor. Was soll das sein? Schwarzes, oh, das ist irgendwie, sieht so aus wie Granit, aber ist keins. Und dann habe ich hier noch Marble, aber in Dunkel. Ist ja geil. Hier hinten sind unsere Kisten, wo die Reste reinlaufen, die noch keine feste Kiste haben. Das heißt, alles, was hier drin landet, dem müssen wir eigentlich noch einen Platz in unserem Sortiersystem zuweisen. Und was halt auf jeden Fall fehlt, wäre eine Kiste, in die wir die fertigen Barren reinleiten. Das sollte man vielleicht vor dem Graben der Eisenbahn noch angehen. Dass wir da eine Kiste anlegen. Einmal für die Ohre und einmal für die Barren, die wir haben, damit die schon mal einen festen Platz haben. Weil die landen nämlich im Sortiersystem hier immer noch im, sozusagen im Ausschuss. Ah ja, Und das sollte eigentlich nicht so sein. Wie wollen wir eigentlich die weitere Materialbeschaffung machen? Was sind denn das hier für Gänge hier? Ach, das war die 42. Welche Idee hättest du denn dazu? Ja, ich weiß nicht, was haben wir denn für Mod-Möglichkeiten? Was haben wir denn für Miner? Vital-Miner haben wir. Wir haben einen Digital-Miner. Das ist natürlich eine ganz interessante Variante. Ansonsten, wie heißen denn die anderen Gerätschaften da, die so einen Rahmen sich aufbauen? Quarry. Quarry, genau. Steinbrüche. So, wir haben den BC Builders Quarry. Das ist ja mal so wieder back to the roots, so oldschool technisch. Ja, es gab auch noch einen Wunsch aus der Community. Die wünschen sich nämlich, dass wir die Spawn-Eggs mal ausprobieren. Ich habe zurückgeschrieben, dass wir das gerne versuchen, aber am liebsten würden wir das versuchen, wenn wir das Ganze ein bisschen abgesichert haben. Ja. Weil es nämlich so ein bisschen problematisch ist mit den Spawn-Eiern. Da kommen böse, böse Sachen bei raus. Also ich habe... Ja, doch, in der Folge ist es so. Ich habe jetzt ab dieser Folge ein schönes Intro. Und
Da habe ich mal ein bisschen experimentiert. Das wird vielleicht nicht ganz so bleiben, dieses Intro. Vielleicht wird das noch schicker gemacht mit einer schönen Kamerafahrt und nicht dieses Geruckel, was ich da so zusammen gefriemelt habe. Aber da habe ich tatsächlich mit Spawn-Eiern gearbeitet, dass auch diese vielen Dinos alle auf einem Fleck sind. Und ja, die Viecher sind etwas gefährlich, kann man so sagen. Etwas gefährlich. Deswegen muss man das wirklich mit äußerster Vorsicht genießen. Die greifen sich sogar gegenseitig an. Und wenn man da nicht im God-Mode ist, rennt man doch besser schnell weg, wenn man diese Viecher sieht. Ich mache jetzt gerade mal hier ganz schnell zwei Kisten. Hier kommen, sollen Barren rein. Ich schreibe jetzt einfach auch mal nur Barren hin. Das soll erstmal ausreichen. Und hier drüben machen wir eine Kiste für Spawn Eggs. Da nehme ich mir jetzt mal irgendeins, was ich gerade so in der Tasche habe. Am besten eins, wovon wir mehr haben. Ja. Ich habe jetzt eins genommen, da hatte ich jetzt drei Stück von in der Tasche. Was ist denn das für eine Sorte? Das ist ein Emperor-Skorpion, da brauchen wir auch nur zwei Stück von. Nee, Emperor-Skorpione sind nicht schön. Nee. Aber wir haben keine anderen, ne? Spawn-Eggs, doch, ich hatte jetzt nur gerade, den hatte ich jetzt gerade einstecken. So, ich mach mal, das ist zu groß, wir können nur bis zu dieser Größe gehen. Das sollte aber eigentlich auch reichen. Ja, kann man gut sehen. Jetzt stelle ich das schnell noch hier in unserem Sortiersystem ein. Ich brauche auch noch die Farbe, das ist rot. Wir haben hier mit Diamant-Sortierrohren gearbeitet. In die roten lege ich jetzt mal die ganzen Spawn-Eggs, die wir haben. Wir haben hier Jumpy-Bugs. Wir haben Tried Mozilla. Oh je. Das ist nicht gut. Klingt gefährlich. Wir haben hier den Emperor-Skorpion. Tried T-Shirt. Keine Ahnung. T-Shirt haben wir, sehr cool. Hercules Beetle. Water Dragon. Kyubi. Kyubi, die haben wir letztens im Nether gesehen. Kamadosaurus. Wo ist denn jetzt diese Fackel hingekommen? Leaf Monster. Ich habe mehr Spawn Eggs, wie ich Platz in den Sortiersystemen habe. Ja, davon gibt es auch noch ganz viel mehr. Okay, dann müssen wir vielleicht zwei Kisten anlegen. Ja, wenn das ausreicht. Okay, dann müssen wir vielleicht bei Grün doch nochmal weitermachen. Ich habe da Wizard Skelett. Wizard Skeleton. Dann ein Tried Medium Worm. Ein Tried Cephadrom. Das sind ja alles hier welche. Molenoid. Wo haben wir den denn her? Tried Easter Bunny. Okay, den Tried Easter Bunny würde ich sogar nicht trauen, mal auszutesten. Ich habe Charged Certus gefunden. Charged, ja. Wir haben die Explosion gehört. Explosion? Was ist hier explodiert? Das war nicht mein Charged Certus. So, ich habe jetzt hier in Grün tatsächlich doch nochmal was anderes reingelegt. Muss ich hier nochmal umändern. Easter Bunnies, da baue ich schon ein. Ja, ich muss mich eigentlich entschuldigen, dass ich hier so im Dunkeln rumlaufe, weil ich habe keine Fackeln dabei und ich bin zu faul hochzulaufen. So, ich mache mal ein Easter Bunny hier rein. Baue ich gleich. Iron Ore. Aluminium Ore. Spawn Eggs. Bisschen kleiner. So, müssen wir jetzt zwei Kisten machen und dann werden wir hier oben einrichten. Alles mit Barren. Ah, mein Mauspad. Ich habe so ein blödes Mauspad hier, das rutscht alles weg. Ich schieb die Maus und schieb dabei aber nicht die Maus, sondern das Mauspad weg. Das ist schlecht. Ja, das ist hier das... Ich muss das mal ändern. Also mein Mauspad ist kaputt und deswegen habe ich hier so ein... Apothekenkalender unterliegen. Der funktioniert nicht als Mauspad. Alles mit Barren. Nee, ich schreibe einfach nur hin, Barren. Weil mein YouTube-Money nämlich nicht ausreicht, dass ich mir ein neues Mauspad kaufe. Wollen wir dir so ein Kickstarter irgendwie, wie heißt das? Nee, bye.
bei Twitch Alerts ist das doch, wo man einstellen kann, was man gerade dringend benötigt, oder? Ah, wir haben bei Twitch Alerts tatsächlich jetzt endlich, nach ewigen Zeiten, haben der Harl und ich es geschafft, unseren Spendenlink einzurichten. Jetzt müssen wir es nur noch schauen. Ja, da hast du auch das. Stimmt, ich habe das gemacht, ja. Ja, ja. Und, das ist ja jetzt Zufall, dass ich das jetzt gerade da drauf gekommen bin. Wir müssen euch den jetzt nur noch mitteilen. Das wird jetzt wieder ein halbes Jahr dauern. Denn das ist sehr ehrenhaft und wir finden das wirklich schön, dass ihr uns immer so schön Spenden gebt auf Nitrado. Ja. Das Problem mit Nitrado ist, wir haben da halt tatsächlich nur unser Teamspeak-Server und ich glaube, den können wir in 200 Jahre lang gerade finanzieren irgendwie so. Ja, das kostet halt nicht viel. Trotzdem freuen wir uns natürlich darüber. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil wenn nicht, werden wir irgendwann einfach mal einen normalen Server irgendwie starten. Naja, das ist also irgendwie einen Server auf Nitrado mal mieten, dass das nicht ja, total also ja, unser Nitrado-Konto ist gerade gut gefüllt. Jawohl, ich habe schon das zweite Mal ein Upgrade gekriegt auf meine neue Alumite-Pickaxe. Was haben wir denn jetzt? Auto-Repair und jetzt... Wir können ja auch mal den Spenden-Link, auch mal in unsere Beschreibung reinschreiben. Ja, das weil wird natürlich man muss nämlich auch mal dazu sagen, woran das liegt. Also wir bezahlen ja für die, wir bieten ja für die Leute, die bei uns öfters zuschauen und so, bieten wir an, dass die auf unseren Welten spielen können. Und wir haben ja auch in der Zwischenzeit schon ein paar Leute, die aus unserer Stamm-Community, die bei uns mitspielen. Und die können halt jederzeit unseren Server benutzen. Und der ist halt relativ teuer, weil wir... Also wir haben nicht gespart. Also wir haben wirklich einen großen Server und können, also wir haben nicht nur einen Server da drauf laufen, sondern ganz viele, die gleichzeitig alle funktionieren. Ja, sag's doch erstmal so, wir haben nicht einfach diesen klassischen Nitrado Game Server, den sich die meisten Leute mieten, sondern wir haben einen großen virtuellen Root Server in dem Sinne. Ja. Und können da halt drauf installieren, was und wie wir wollen und sind da komplett flexibel und unabhängig. Und es laufen auch mehrere Server gleichzeitig. Wie viele laufen gerade? Na, jetzt zur Aufnahme laufen gerade nur zwei, aber teilweise laufen da schon vier verschiedene Minecraft-Server. Dann kommt nochmal irgendwie vielleicht ein Starbound dazu und all so Sachen. Und das ist halt schon ziemlich teuer. Also jedes Mal, wenn wir bezahlen vierteljährlich und das tut schon richtig weh, wenn wir bezahlen. Aber jetzt genug rumgeheult. So, no. 10 Barren, Silberbarren. Jetzt habe ich mich die ganze Folge hier schon wieder mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die ich gar nicht machen wollte. Das wollte ich eigentlich im Off machen immer hier, weil ich immer so das Gefühl habe, ich kann euch gar nicht so viel bieten, weil ich mich immer mit so Kleinigkeiten hier aufhalte. Es tut mir ganz... Ich sag mal, mein Problem ist ja das, ich mache das ja gerne in den Folgen, nur ich bin am Überlegen so, was für Bilder mache ich, wie nenne ich denn die Folge? Soll ich sie zum 50.000. Mal... Ich gehe Minen nennen oder ich mache das noch verbesserte Werkzeug vom verbesserten Werkzeug. Das ist immer so ein bisschen, ja, ist immer spannend. Aber bis jetzt, glaube ich, habe ich es hoffentlich doch immer noch ganz gut hingekriegt, dass es auch interessant bleibt. Ja, also wir werden uns jetzt mal um die Eisenbahn kümmern. Und es gab eine Kiste, die sich mit Eisenbahn und solchen Dingen beschäftigt. Eisenbahn. Bildkraft, Minizio. So. Ja, ich muss mal in die Kisten reingucken. Es gab, du musst mal dringend hochkommen, Kiste. Ablegen und essen. Du musst eigentlich nicht hochkommen, weil du kannst unten überall ablegen. Nee, auf der 42er Ebene noch nicht. Doch, eigentlich schon. Glaube nicht. Ist das hier alles Reinkiste? Ja, ne? Die Kiste zum Reinwerfen steht auf Level 32. Da musst du nur die Treppe runtergehen. Aber oben kann ich auch alles reinwerfen, wo alles reinwerfen steht? Ja. Naja, meinst du ja auch. Ach, hast du hier schon weiter ausgebaut? Ich? Wo bist du? Ich bin doch auf 42, das ist doch die Eisenbahn. Ja, ich hab da 42, ich hab da aus den Wänden Material rausgeholt, das ich gedacht habe, das hätte ich gerne. Okay, also hier ist unsere Eisenbahn sozusagen, hier soll sie entstehen. Aber ich muss vorher diese Eisenbahnkiste finden, weil wir wollten ja Schienen verlegen und da ist es halt ganz wichtig, dass wir auch Schienen dabei haben. Ich würde gern irgendwo, ich habe ganz viel Oreberry Bushes, vor allem Aluminium. Und nachdem ich die ja endlich jetzt doch leiden kann, würde ich die gern mal irgendwo so eine Oreberry Bush Allee aufbauen. Hm. Ich weiß nicht, dürfen die im Licht wachsen? Oh, wir waren hier am Bauen. Hier?
Ja, das hier war mein letztes Bauprojekt hier. Das hatten wir in der letzten Folge gar nicht weitergemacht. Wie sieht es denn aus, wenn wir auf dieser Ebene gegenüber von diesem Raum hier so einen Gang graben, wo wir die ganzen Orberry Bushes sind? Dann können wir die nämlich da immer schön brav ernten. Ja, die Frage war halt jetzt gerade an den Maggi, ob die Sonnenlicht vertragen. Nein, die müssen in der Höhle sein, soviel ich weiß. Ja, das hier war das Projekt in meiner letzten Folge. Ich hatte ja mich darum gekümmert, dass hier, dass die Erze alle in die Schredderanlage laufen und dann gleichzeitig danach gebrannt werden. Und da hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich da fertig geworden bin. So, hier oben soll das reinlaufen. Das hatten wir, glaube ich, schon hinbekommen. Dann läuft das hier rein. Ich mache aber erstmal schnell einen Hammer, dann geht das doch alles viel einfacher. Was hatten wir denn hier schon eingestellt? Hier. Jellurite. Also, wenn jetzt hier Zinn hat man jetzt hier drin, Jellurite, Eisen fehlt hier natürlich noch. Gold ist, glaube ich, dabei gewesen. Da müssen wir gerade mal gucken, ob die Anlage schon läuft, wie weit die schon gediehen ist. So, hier oben sind Erze. Azurite habe ich noch. Und Plastik. Plastik? Was macht man? Muss man das auch zermahlen, Plastik? Oh, ich bin mir nicht, nee, ich glaube nicht. Nee, nur brennen, brennen, immer brennen. Ach so, Also nicht. dieser Hammer, der verbraucht unheimlich viel Material. Das ist echt Wahnsinn. Azurite haben wir hier noch nicht eingestellt. Eisen. Eisen ist auch nicht eingestellt. Das muss man auf jeden Fall noch dazu hauen. So, und dann werden wir mal gucken, ob die Anlage hier schon läuft. Ach nee, da gab es das Problem. Die läuft schon, aber hier drüben, da geht es nicht weiter, weil das hier noch nicht abgepumpt wird. Okay, das hat nicht so funktioniert. Large Pattern Chest. So, hier unten müsste dann, oder an der Schon Rückseite, wieder müssen wir weg. gerade mal gucken, wo hier Platz ist. An der Rückseite ist leider die Stromversorgung. Ich brauche noch viel mehr Aluminium, Leute. Viel mehr. Hier ist, also Was ich muss mal hier ärgerlich ist. erstmal so ein. Ich muss hier erstmal so ein kleines Maschinenhäuschen bauen, sozusagen, damit wir hier an die Anlage drankommen. Die ist nämlich ein bisschen verstellt. So, hier soll das Erz automatisch reinlaufen, wenn es durch unser Sortiersystem durchläuft. Und soll natürlich hier unten wieder abgepumpt werden. Und da ist jetzt die Frage. Machen wir das mit Buildcraft-Rohren oder wie machen wir das? Gute Frage, eine sehr gute Frage. Ich weiß es gerade nicht. Dann müsste ich mir nämlich noch eine Und nochmal, jawohl, ein Haste. Entschuldigung. Kisten und Trichter brauchen wir nämlich dann. Kisten haben wir nicht. Trichter haben wir nicht. Das ist schon mal schlecht. Und wisst ihr, was eigentlich so das Problem ist? Diese drei verschiedenen Spiele, die wir gerade viel spielen, also Minecraft, Scrap Mechanics und The Forest. Ich verklick mich jedes Mal. Ich komme bei den Spielen mittlerweile echt durcheinander. Denn Inventar bei Minecraft ist E, bei Forest ist es I. Ich drücke hier dauernd I. Und dann viel schlimmer ist bei Abbauen ist bei Minecraft mit links und setzen mit rechter Maustaste. Und bei Scrap Mechanics ist kaputt machen mit rechter und bauen mit linker. Und wie oft setze ich dort, mache ich die Sachen kaputt. Und wenn du da einen Stein abbaust, hast du das Problem, dass dann teilweise eine ganze Mechanik zusammenfällt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, das hatte ich das letzte Mal auch gehabt. Bei mir ist es ja noch ein bisschen krasser mit den Spielen. Ich komme überhaupt nicht mehr. Teilweise, wir spielen so viele Minecraft-Welten, dass ich nicht mehr weiß, wo ich. Habe ich gestern Abend die Erze auf dieser Welt irgendwo hingebracht oder habe ich sie auf einer anderen Welt eingelagert oder wo war das? Da komme ich ein Ja, bisschen das durcheinander. sind die Probleme der Profispieler. So, hier haben wir Natürlich ein jetzt die Spaß. Kisten und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch Eisen haben. Eisen ist so ein kleines Problem. Eisen ist wirklich noch sehr knapp bei uns. Wir müssen jetzt ein paar Trichter bauen. Ich würde sagen, wir bauen mal vier Eisen, ich hab. Du kannst, ich besorge dir gleich Eisen. Ich habe ganz viel. Ich muss es nur abzapfen. Aber helft mir doch mal schnell Aluminium sammeln.
Eigenes Projekt. Gerade gerne mal fertig bauen. Ja, dann mach das mal. Ja, ich würde gerne meine Kisten noch setzen und dann ziehe ich los und sammle mit dir zusammen Aluminium. Da muss ich erstmal rausfinden, welche Farbe Aluminium bei mir hat. Also bei mir sieht es fast aus wie Zinn, ist nur ein klein bisschen dicker von der Struktur her. Mhm. So, jetzt habe ich hier auch schon mal 25 Büsche gebaut. Nee, Moment, ich muss das von hier hinten hinsetzen. So, also hier kommt eine Kiste hin, da kommt eine Kiste hin. Jetzt nehmen wir uns hier die Trichter, die setzen wir jetzt hier drunter. Wir gehen in Ducken und zielen auf die Kiste. Hier auch. Und jetzt müsste eigentlich, ja, ich habe schon gesehen, dass es funktioniert hat, dass hier leer gesaugt werden. Hier ist nichts drin, weil die Anlage hier nämlich noch nicht angeschlossen ist. Das machen wir jetzt gleich noch. Hier läuft das schon mal durch. Hier ist auch schon Material drin. Da könnte man jetzt auch zum Beispiel das Eisen noch dazuhauen. Ah, wir wollten ja testen, ob die Anlage läuft. Genau. Ich lege mal oben Eisen rein und wir gucken, ob das läuft. Ja, da ist dann was in die Luft geflogen. Ich hab's gehört. Okay, hier fehlt ein Hebel, hier fehlt eine Kiste. Krass, was war das denn? War das ein Creeper oder was? Bumm. Ja, also wenn, ja, ich brauche, ja. Okay. Ja? Ja, ja, alles gut. So, das Eisen läuft schon mal hier rein, das sieht schon mal gut aus. Und geht hier oben in diese Kiste, dann läuft es durch den Trichter, füllt sich jetzt hier, hier ist jetzt gerade kein Platz, weil hier nicht abgepumpt wird. Warum? So, ich baue es hier einfach mal im großen Stile ab, was mich hier nervt. Ja, ich sehe schon, woran das liegt. Jetzt muss natürlich dieser eine Ofen hier alles... Alles alleine machen? Alles alleine machen. Hier sind jetzt gerade drei Erze drin. Hier ist Silber drin, hier ist Osmium drin und hier ist pulverisiertes Eisen drin. Das kann natürlich nicht funktionieren. Wir müssten vielleicht erstmal die ganzen Pulver abpumpen. Funktioniert aber. Der nimmt sich das dann nacheinander. Ja, aber das tut ja unseren Prozess hier aufhalten. Weißt du, wie ich das meine? Ach, ich kann das hier nicht reinlegen. Auch doch Alu, ich baue wieder jeden Scheiß ab, nur kein Alu. So, jetzt wollen wir uns mal um den Affen kümmern. Da wollen wir mal gucken, ob da vielleicht so ein bisschen Aluminium besorgt werden kann. Ich habe ja hier schon einen Gang vorgegraben und mal gucken, ob wir da hier... Die habe ich schon abgegrast in 42. In Richtung Osten? In beide Richtungen. Hast du am Ende des Einganges vielleicht, hier ist Mithril. Ja, das ist ja jetzt nichts so krass Besonderes. Ja, sind wir hier in, beim Herr der Ringe oder was? Ja, bei Mithril haben wir, also wie gesagt, das haben wir schon öfters gesehen und gefunden. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Zinn? Aber ich habe noch kein Aluminium, noch kein Aluminium. So, eine Menge Eisen. Zinn. Ich muss halt erstmal ein Aluminium finden, damit ich weiß, wie es aussieht. Oder hast du noch ein Erz? Ich habe kein Erz. Lass mich mal gucken, bevor ich jetzt hier lüge. Nein, habe ich gerade nicht. Vielleicht da hinten? Nein, das ist auch Zinn. Ach, so ärgerlich. Dieses verdammte Zinn. Ferrus ist wichtig. Das müssen wir mitnehmen. Das darf man nicht liegen lassen. Ferrus ist nämlich etwas seltener anzufinden. Aber während wir uns jetzt hier... Schmeiße ich ihn jetzt weg. Was kann man eigentlich mit diesem blöden Amber machen? Das ist halt Bernstein. Ja, aber für was brauchen wir das? Bernsteinzimmer bauen oder was? Bernsteinzimmer könnte man zum Beispiel bauen. Das wäre ja auch was Episches. Ach ja, es gab noch einen Wunsch aus der Community. Wir sollen einfach also diese Spawn-Eggs benutzen und wir sollen einen Zoo anlegen mit den Monstern, die es hier gibt. Da müssen wir uns natürlich irgendein Produkt ausdenken oder Material ausdenken, was das Ganze aushält. Weil es gibt nämlich hier sehr große Monster. Ja, und alleine schon gefährliche Monster. Alleine schon die kleinen Monster sind sehr groß. Hört sich jetzt wie ein Widerspruch an, ist es aber nicht. Also wir haben eben zum Beispiel eine Mantis gesehen, die deutlich zu den kleinen Monstern gehört und die ist schon
beachtlich. Sind schon wieder voll. Hat jemand zufälligerweise eine Kiste und einen Hebel dabei? Nee. Ich habe eine Kiste dabei. Ich habe eine Kiste. Weil unsere Explosion muss ja noch repariert werden. Wo ist denn die passiert? Auf Ebene 32. Okay. Wir sollten da eine Tür hinbauen, damit das nicht wieder passiert. Ich muss mich hier so ein bisschen weiter drüber lehnen, sonst... Ja, oder besser ausleuchten oder so. Sonst nimmt nämlich das Mikrofon von dem Hale mich mit auf. Echt? Ja, ich höre das. Das haben wir ihm jetzt ausgetrieben. Ich höre das immer noch. Ach, das ist doch echt nervig. Kann man direkt von Hoppern in Bildschirmpipes leiten? Nein. Ja, ich packe hier einfach mal alles Mögliche rein, was ich so habe und nicht möchte. Wie gesagt, also hier unten muss noch ein Hebel und eine Kiste hin, dann läuft auch wieder die Anlage. Läuft. Hebel haben wir natürlich jetzt nicht. Yo, Creeper, was ist mit dir los? Geil, der hat sich im Aluminiumbusch verletzt, getötet. So, wir müssen auf jeden Fall noch so eine Schleuse einbauen, damit wir da auf gar keinen Fall... Wo könnten das jetzt mit den Hebeln sein? Wir müssten mal... Technikkiste einrichten. Hier drüben. Hast du Hebel gefunden? Ja, hier. Okay. Ach Mist, ich muss mir echt mal hier irgendwo... In der Zurückkiste. Ich kann mir ja Licht selbst herstellen, ich hält. Doch alles Benötigte hier vor Ort. Was kannst du nicht herstellen? Ich sage, ich kann mir doch Licht selber herstellen. Ich muss doch dafür einfach nur ein bisschen Steinfackeln bauen. Ich weiß, was ihr sagen wollt und ihr habt recht, man sollte sich da nicht einfach so immer runterfallen lassen, aber geht schneller. Klack, klack, ihr wollt es, werdet Licht, Leute. Hier unten ist eine große Schlucht. Aber ist egal, hier ist viel Erde und Erde ist oben ja ein kostbares Gut, deswegen nehme ich die hier auch tatsächlich mit, dass wir oben mal uns schön bauen können. Das ist Andesit, hier, das will ich haben. So, ich muss meine Spitzhacke auch das erste Mal reparieren tatsächlich. Die Fackeln da. Bam! Also ich habe gerade rausgekriegt, dass die Fackeln müssen tatsächlich auf Platz 9 liegen und ich probiere es halt das so, Spitzhacke 1, Fackel 9, dann funktioniert das definitiv mit dem rechten, mit der rechten Maustaste, dass man eben, während man die Spitzhacke in der Hand hat, auch Fackeln legen setzen kann. Ja. Ja, ich habe die aber immer auf der 9. Manchmal funktioniert das nicht. Warst du deine Spitzhacke auch auf der 1? Ah, und die muss wohin? Eins, die Spitzhacke 1. Oder einfach nebendran liegen vielleicht, weil das ist ja quasi nebendran, so gesehen. Das werde ich Also, wir müssten eigentlich mal hier die Folge beenden. So ja, das habe ich schon gesehen. Ich wollte noch hier die Wand zubauen und dann hätte ich das auch gesagt. Also, das war es leider schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Da werden wir uns noch mehr Mühe geben wie bisher, dass wir auch mal so ein bisschen vorankommen und so. Natürlich. Und werden gucken, dass wir dann noch ein bisschen mehr für euch hier bereithalten können. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und ich würde dann mal Tschüss sagen für heute. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüss.